Give me that, Pro 5. Hier ist wieder Coentos und ich sage, welcome back to Dead Space. Ja, ich habe mich dazu entschieden, noch eine Folge aufzunehmen. Warum auch nicht? Ich meine, ich habe gerade einen coolen Flow und ich habe gerade Bock. Wo müssen wir hin? Da vorne rein. Da vorne links. Da vorne rechts. Entschuldigung. Links und rechts. So. Dann. Hier haben sie aber auch irgendwie eine Speicherstation neben die nächste gemacht, oder? Das ist echt nicht weit voneinander. Die werde ich jetzt nicht benutzen. Ich habe aber eben gespeichert zwischen den Folgen. Computer der Monorail-Steuerung online. Na, wollt ihr was sagen? Ich weiß, dass ihr was sagen wollt. Ach nee, ich muss erst hier... Haha, ein Bikini-Magazin. Interstellar Sport. Finde ich auch lustig. Oder? Habe ich mich da verlesen? Doch. Na, egal. So, ich drücke jetzt mal hier. Schiffsweites Monorail-System wurde reinitialisiert. Alle Monorails funktionieren ab sofort nach Vorschrift. Monorail fällt an der Flight Deck Station ein. Quarantäne aufgehoben. Ja. Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Gut gemacht. Seltsam. Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Was immer in der Flight Lounge war, ist jetzt weg. Gut. Isaac, gehen Sie zurück zu Kallin und bereiten Sie den Start vor. Wir sehen zu, was wir auf der Brücke herausfinden können und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch Wahnsinn, Hammond. Selbstmord? Wir werden Ihr sterben. Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zur Kenntnis genommen, Miss Daniels. Aber ich habe eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun. Mit Ihnen oder ohne Sie. Verstehen wir uns? Bringen Sie uns einfach lebend hier raus. Leicht aggressiv. Ich mag es nicht, wenn es Geräusche macht. Und ich weiß, dass ich hier, glaube ich, vorhin... Was heißt vorhin? Naja, ist die gleiche Aufnahmesession, finde ich. Aber in Folge 1 sind wir hier irgendwo verfolgt worden, oder? Ach nee, hier haben wir unseren Plasmakater gefunden. Da hatte ich noch dem Penner von oben versprochen, dass ich wiederkommen werde mit einer Waffe und dass das dann ein bisschen anders aussehen wird. Ja, fahren wir einfach mal hoch. Ah, der Penner, der uns verfolgt hat, der ist geköpft worden vom Fahrstuhl, ne? Also, vielleicht, na, ich denke mal, die werden hier trotzdem irgendwas für uns bereithalten. Bleib hier. Boah, Alter, schrei doch nicht so. Weißt du, wie erschreckend das ist? Fuck you. Ich trete nochmal drauf. Einfach zur Sicherheit. Und auf dich auch. Guck mal, der hat sich nur totgestellt. Da kam jetzt erst was raus, als ich draufgetreten habe. Es ist also wirklich gut, wenn ich das immer mache. Ich muss nochmal nachladen. Lass mich rein, sonst komme ich raus. Isaac. Ja. Wir haben uns auf die Brücke geschafft. Das ist ein Albtraum hier. Kein einziger Überlebender. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Mach ich. Viel Glück. Wer wünscht mir Glück? Ich bin hier allein, 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 allein. Ich werde mal ganz kurz speichern. Man weiß ja nie. Bis gleich. So, das war's schon. Und dann machen wir nochmal was kaputt. Das hier. Wie er immer so wütend schreit, wenn er zutritt. Würde ich auch machen. Scheiß Kisten, ey. Nur diese Kisten sind an allem schuld. Weil sie grün leuchten. Die haben hier bestimmt alles verstrahlt. Und diese Automaten auch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was es bringt, diese Automaten kaputt zu machen. Gibt es hier irgendwas, was man damit machen kann? Muss man da nochmal draufhauen? Nee. Wenn du irgendwas über die Automaten weißt, lass es mich wissen. Fick dich selbst. Dankeschön.
Sehr freundlich von dir. Auch, dass du so einfach gestorben bist, ist sehr freundlich. Es tut mir leid, dass ich das jetzt nicht blind weiß, aber ich weiß, was jetzt gleich passiert. Lass dich überraschen. Es ist cool, was gleich passiert. Ja, lade mal den Schaltungsbericht. Hilfe! Nein, mein Medipack! Lalala. Der muss aber sehr hungrig sein, dass er jetzt immer noch auf mich zukriegt. Hallo? Muss man sterben? Dankeschön. Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause, der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra! Nein, Hammond! Das ändert alles! Lassen Sie mich doch nachdenken. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und, wo ist der Captain? Hier ist er. Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort? MedLab. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie können. Was war das? Halt! Oha, die haben jetzt ein Problem. Übrigens gibt es zu dem Spiel hier, ich speichere kurz und rede dann weiter. Bis gleich. Ja, was ich sagen wollte, zu dem Spiel gibt es übrigens auch ein paar Filme. Ich glaube zwei mindestens, das sind Animationsfilme und die sind auch echt gut. Sehr blutig, sehr gewalttätig, so wie das ganze Spiel. Aber da wird auch ein bisschen Vorgeschichte erzählt, zum Beispiel auch was aus dem Captain geworden ist, wie der ums Leben gekommen ist und solche Sachen. Lohnt sich. Ich glaube, einer heißt Aftermath und der andere schießt mich tot. Ich weiß es jetzt nicht. Also, werde ich mal nachsehen. Irgendwie. Oder du kannst auch gerne nachsehen. Schreib's gerne in die Kommentare, wenn du es weißt. Würde mich auch nochmal interessieren. Ich habe die beide gesehen und die waren nicht schlecht. Lässt sich gucken. Ist jetzt nicht irgendwie etwas, wo du wo du große philosophische Reden erwarten darfst, sondern ja, halt so ein Horror-Movie, aber macht Spaß. Und ist eine schöne Ergänzung zu der Dead Space-Reihe. Habe ich erwähnt, dass das eine Reihe ist? Es gibt drei Teile bisher, oder vier? Ich weiß es nicht. Wenn es nicht bereits vier Teile gibt, dann ist der vierte Teil auf jeden Fall in Planung, soweit ich weiß. Und das ist... ja. Das ist gut, weil die Spiele sind auch cool. Ach so, es gibt noch ein Spiel für die Wii, das habe ich auch mal gespielt. Das hatte ich mir aber bloß ausgeliehen aus der Videothek damals. Und habe es dann an einem Wochenende durchgezockt. Das war auch ganz cool. Und deshalb denke ich bei dem Spiel auch immer, dass ich Sachen aus der Ferne aufheben kann, weil das war nur so ein Handgun-Shooter. Also, man hatte halt den Wii-Controller in der Hand und... ich speichere nochmal kurz. Wunder dich nicht, dass ich ständig speichere. Es geht einfach bloß darum, die Wege nicht nochmal neu laufen zu müssen, falls wir draufgehen. Bisher lief das ja ganz gut, aber man weiß ja nie. Wo war ich denn jetzt gerade? Verdammter Mist. Achso, ja. Bei dem Wii-Spiel. Laufe ich gerade in die richtige Richtung? Nee, tue ich nicht. Bin ich bescheuert oder so? Habe ich auch noch die falsche Tür genommen. Entschuldige bitte. Ich und...
Orientierung. Ist auch so ein Running Gag aus Mass Effect. Das gibt's doch nicht, dass ich mich so extrem verlaufen habe. Nee. Sorry. Ich hätte nicht mit dem Fahrstuhl runterfahren müssen. Echt jetzt? Sorry. Silly me. Ja, tatsächlich. Okay. Das Spiel auf der Wii war auch echt cool. Das war auch so vorgeschichtenmäßig. Und eine Warnung, wenn du dir die Filme jetzt angucken solltest, während wir noch hier im Let's Play sind, du wirst dich spoilern. Also du wirst vieles über das Spiel rausfinden in den Filmen, was hier im Spiel erst relativ spät rauskommt. Und auch ein bisschen überraschend sein soll, denke ich. Das ist auch ein bisschen mein Problem, ich weiß halt jetzt schon vieles. Oh Gott, wie konnte ich mich nur so verlaufen? War hier eine Tür? Ja, aber ist geschlossen. Nur für zugelassenes Personal. Nicht für arme kleine Techniker. Nicht für Mario. Na los. Dankeschön. Ich glaube, ich hätte hier durch die große Tür gehen müssen. Ja. Okay. Jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Ich guck lieber nochmal. Ja. Wer da? Wohin des Wegs? Hier sind noch Kisten. So. Mal gucken, was hier drin ist. Ah, eine Toilette. Endlich. Das habe ich jetzt gebraucht. Also das war jetzt wichtig. Ein großes Medipack, aber ganz ehrlich, dann schmeiße ich irgendwas aus unserem Inventar jetzt raus. So ein kleines Medipack. Klein gegen groß. Tausche klein gegen groß. Wie geht denn das? Auswählen. Entfernen. So geht das. Sehr, sehr schön. Einmal getauscht. Sehr sinnvoll. Und hier ist auch nichts weiter. Ich habe gerade überlegt, ob ich einfach mal spaßenshalber einen Schnitt einfüge, aber nee, mache ich jetzt nicht. Du weißt ja, was ich sagen will. Es ist angsteinflößend. Man macht sich hier in die Hosen, merkt man voll, oder? Ich glaube, ich bin bei Horror-Let's Plays einfach, zumindest bei diesem, ein bisschen zu entspannt. Ich weiß es auch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich nicht beunruhigt wäre oder so, aber irgendwie macht es mir mehr Spaß. Also ich finde, das Spiel ist weniger ein Horrorspiel als ein Shooter. Yay, ein Shop. Ja, den können wir gebrauchen. Ich gehe erstmal hier ran. Genau, wir haben 21.500 Credits. Und ein Energieknoten kostet 10.000. Wir können eine Strahlenkanone kaufen, ein Impulsgewehr, einen Anzug Level 2. Der gibt einem wahrscheinlich ein bisschen mehr, ja, mehr Inventar und mehr Panzerung. Den kaufe ich auch gleich. Und den Energieknoten hier unten kaufe ich auch. Dann können wir die Waffen ein bisschen mehr aufrüsten. Kann man hier noch mehr kaufen von den Dingen? Ich kaufe jetzt aber erstmal den Anzug. Bis gleich. Ich ziehe mich kurz um. Shake. Das sieht doch gleich viel besser aus, oder? So, wollen wir noch was verkaufen? Wir haben extrem viel Plasma-Energie. Also die Plasma-Energie ist die Munition für den Plasma-Cutter, ist ja klar.
Wir haben einen Stase-Pack. Da weiß ich auch nicht, ob wir das wirklich brauchen. Ein kleines Medipack. Ich verscherbe immer so ein kleines Medipack. Ja. Und... ja, 10 Plasma-Energie. Weil davon kriegen wir auch ständig wieder was. So. Und dann sind wir hier raus. Hier drinnen ist nix. Und hier ist übrigens die Stelle, das, da bin ich jetzt froh, dass ich mich dran erinnere. Das ist die Stelle, wo ich in Mass Effect mich dran erinnert habe. Also es gab eine Folge in Mass Effect, da sind wir mit so einer komischen Bahn gefahren. Und da habe ich gesagt, das erinnert mich jetzt irgendwie voll an Dead Space. Und da bin ich auf die Idee gekommen, Dead Space als nächstes Let's Play zu machen. Und ja, das hier ist die Stelle. Also an diese Stelle von Dead Space musste ich denken, als ich zuletzt in Mass Effect war und eben, ja, bla, du weißt, was ich sagen will. Also in Dead Space, Quatsch, in Mass Effect habe ich mich an diese Stelle erinnert. So, wir haben einen weiteren Energieknoten. Gute Frage. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, es ist sinnvoll, hier unten lang zu gehen. Ja, ich glaube, das mache ich. Weil dann kommen wir eher zur Kapazität und eher zum Schaden. Und das ist für den Plasma-Cutter halt wirklich viel wichtiger eigentlich. Auch wenn das komisch aussieht, weil man hier halt bloß einen eingeben müsste, könnte dann hier runter, könnte hier weiter, könnte hier wieder hoch. Aber dann gibt man trotzdem 2 aus für nichts, also für Leere. Und hier unten gibst du 2 aus und kommst trotzdem hier an die beiden ran, genauso wie hier. Also wäre das gleiche in grün, aber hier kommt man halt schneller in die Kapazität ran. So, und deshalb setze ich das jetzt mal hier ein. Nur damit du dich nicht wunderst. Gut. So, und damit sage ich von hier an blind. Denn vor einem Monat oder anderthalb Monaten, ich weiß echt nicht genau, wann ich hier reingespielt habe, habe ich genau bis zu dieser Stelle gespielt und nicht weiter. Und unsere Folge ist auch am Ende. Ist jetzt ein bisschen doof, dass hier keine Speicherstation in der Nähe ist, weil ich, ja, ist egal. Ich mach dann bei der nächsten, in der nächsten Folge gehe ich dann in die Speicherstation und dort beende ich dann die Aufnahmesession und dann schneide ich die Videos einfach zusammen. Okay, alles klar. Wir sind am Ende der Folge. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib dem Like-Button, was er verdient. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine richtig geile Zeit. Bleib so cool, wie du bist. Und bis dann. Ciao. Hier ist wieder Pointos und ich sage, welcome back to So, sehr cool. Von hier an blind, auch für mich. Und, hallo? Achso. Da, sehr schön. Sehr schön. Hey, cool. Ja, speichern wir doch einfach mal.